Ihr habt nach Buchempfehlungen gefragt. Ich spreche heute über 6 Bücher, die ich auf jeden Fall empfehlen kann und die sehr lesenswert sind. Kurz nochmal zum Lesen. Also ich bin absolut keine Leseratte, muss ich ehrlich gestehen. Und aus dem Grund höre ich mir die Bücher immer als Hörbuch an. Jeder macht es am besten so, wie er es mag. Der eine mag das haptische Produkt auch als Buch in der Hand zu haben und es zu lesen und auch vielleicht Sachen zu unterstreichen. Mir fällt es einfacher und ich finde es auch effektiver, Bücher als Hörbücher zu hören, weil ich dann auch zum Beispiel während des Gassigehens zum Beispiel weiterhören kann. Auf jeden Fall verlinke ich dir alle Bücher, über die ich heute spreche, sowohl als Hörbuch als auch als normales Buch unten in der Infobox. Starten wir mit einem Bestseller von Bodo Schäfer und zwar Gesetze der Gewinner. Das ist für mich so ein Must-Read, was man irgendwie gelesen haben muss. Es geht darum, wie man im Beruf erfolgreicher wird oder wie man auch halt grundsätzlich ein erfüllteres Leben führen kann. Und das belegt Bodo Schäfer anhand von verschiedenen Gesetzen. Teilweise auch ein bisschen paradox, aber dieses Buch sollte man auf jeden Fall lesen. Und das kann man auch vor allen Dingen immer und immer wieder lesen. Also wenn du das einmal im Jahr liest, ja, dann erinnerst du dich nochmal an die Gesetze, ja, und verinnerlichst das Ganze nochmal. Also definitiv sehr, sehr lesenswert. Machen wir weiter mit einem Klassiker und zwar mit Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Ich habe mir das Buch vor Jahren mal durchgelesen, aber der Robert Kiyosaki hat zum Thema Geld viele, viele Bücher geschrieben. Heißt, wenn du auch noch ein bisschen tiefer in das Thema Geld eintauchen möchtest, kannst du bei Robert Kiyosaki auf jeden Fall fündig werden. Im Buch Rich Dad Poor Dad geht es überwiegend darum, was die reichen Menschen ihren Kindern über Geld beibringen. Und er hat einen reichen Vater und einen armen Vater und er vergleicht die Väter so miteinander und zeigt halt, was der reiche Vater ihm beibringt und was der arme Vater ihm über Geld beibringt. Ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch und eigentlich auch ein Must-Read, sollte man auf jeden Fall gehört oder gelesen haben. Weiter geht's mit einem Buch von Brian Tracy, das heißt auf Deutsch übersetzt nicht labern, machen. Das ist gerade vor allen Dingen für die Leute gut, die immer wieder Dinge aufschieben und immer wieder aufschieben und nicht so richtig ins Machen kommen. Denn das Buch hilft dir einfach erstmal in Gang zu kommen, ja, und aber auch dann am Ball zu bleiben, denn das hilft dir auch halt Gewohnheiten zu entwickeln, Ziele zu erreichen und auch Ziele auch zu entwickeln. Also wenn du jemand bist, der oftmals nicht in Gang kommt und oftmals einfach was aufschiebt, liest dir das mal durch. Nächstes Buch, Can't Hurt Me von David Goggins. Dieser Typ ist einfach nur krass. Falls du ihn nicht kennst, check ihn mal ab auf Instagram und Co. Das ist ein US-Soldat. Ich weiß gar nicht, ob er bei der US Air Force jetzt war oder bei den Navy SEALs. Wie auch immer, long story short, er erzählt einfach, wie es ihm ergangen ist, zum Soldaten zu werden. Ja? Er war damals eher dick, ja, und hatte auch irgendwie nicht die Motivation. Und irgendwann hat er es hingekriegt, so richtig aus sich rauszukommen. Auch eine bewegende Geschichte, wo er auch so ein bisschen autobiografisch erzählt, was ihm so widerfahren ist und wie er zu der Person geworden ist, die er jetzt ist. Hat viel auch mit Kopfspiel zu tun, also mit ein bisschen Mindgames, was du in dir selber auslösen kannst, ja. Denn die Ausbildung bei der US Air Force oder bei der US Army oder bei den Navy SEALs, wie auch immer, die ist halt extremst hart. Und der Typ ist nochmal ein Stück härter. Weiter geht's mit dem Klassiker, das Power-Prinzip von Anthony Robbins, dem, ja, Persönlichkeitsentwicklungsguru überhaupt aus den USA. Viele kennen das Buch wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben auch viele von euch das Buch möglicherweise schon gelesen. Es ist auf jeden Fall ein sehr langes Buch, ähnlich wie die Gesetze der Gewinner eigentlich. Es geht um Erfolg, wie du deine Ziele erreichst, wie du ein erfülltes Leben führst. Das ist echt ein sehr langes Buch im Vergleich zu Gesetze der Gewinner, aber es geht auch einfach viel tiefer in die Materie rein und ist eigentlich zu 100% ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch und es zeigt dir einfach auf, wie du eigentlich die maximale Energie aus dir herausholen kannst. Falls du Probleme hast mit deiner Energie oder falls du grundsätzlich dich in diesem Thema einfach weiterbilden möchtest, schau dir das auf jeden Fall mal an. Ein weiteres Buch von Brian Tracy und zwar Eat the Frog. Das ist so ein amerikanisches Sprichwort, das besagt, wenn du morgens, direkt am Morgen, die schwierigste Aufgabe als allererstes meisterst, dann läuft der Tag hundertprozentig und gut weiter. Und wenn du das einfach diszipliniert weitermachst und weitermachst und weitermachst und immer die schwierigste Aufgabe direkt am Morgen erledigst, dann wirst du einfach wesentlich effektiver. Auch ein Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und wie du einfach am Ende des Tages mehr schaffst. So Leute, das waren insgesamt 6 Bücher, also alle 2 Monate ein Buch. Das sollte machbar sein für die Leute, die lieber Romane lesen. Sorry, die musste ich heute leider enttäuschen. Falls ihr weitere Buchempfehlungen haben wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei eurer Weiterbildung und beim Lesen. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.